Gut, dann haben wir jetzt noch eine Schlacht vor uns. Da wird er sich eh zurückziehen, ja. Bisher schaut es okay aus. Aber das Gute ist, dass ich noch nicht so super stark bin. Wenn wir jetzt hier mal schauen, ja, ich habe einen Haufen Einheiten, aber territorienweise ist es noch ausgeglichen. Wenn ich jetzt pro Runde bloß ein, zwei Territorien erobern kann, dann geht das schon. Das Problem ist halt vor allem, dass ich jetzt kein Geld habe, naja, upsie. Oh ja, stimmt, wir bauen jetzt überall Gänge. Dass ich halt derzeit kein Geld habe, Festungen zu bauen. Das heißt, wann immer ich jetzt jemanden nehme, eine Einheit, keine Ahnung, und woanders hin versetze, laufe ich Gefahr, angegriffen zu werden. Und das kann ganz blöd enden. Ganz, ganz blöd. Und ich glaube, ich renne jetzt mal hier rüber und greife mal Fornost an. Mal sehen, ob das klappt. Ich kann es ja mal ausprobieren. Boah, das wird schlimm. Der Düsterwald wird ganz schlimm. Ja, machen wir erstmal hier hoher Pass. Ich glaube, das ist besser. Nein! Und sich zurückgezogen. Okay, dann kämpfen wir hier. Vorlindon. Das können wir machen. Das macht sogar auch Spaß. Denke ich mir mal. Denn immerhin habe ich da den Drachenfürsten. Aragorn, glaube ich, hat noch gar nicht gekämpft. Ist also genau wie der Drachenfürst Level 1. Müsste. Und das sieht dann ganz gut aus. Ja. So, wo sind wir? Hier. Ein Vorposten wurde entdeckt. Ein Vorposten. Aha, hier hat's Orks. Wo ist denn der Vorposten? Ach, da. Gut, dann laufen wir erstmal nach unten. Nehmen uns das ganze Geld mit. Dann kann ich ja gleich hier Ork-Dingsbums und Spinnen-Dingsbums bauen. Aha. Hier hat's böse Gegner. Wie können wir das Gebäude hier einnehmen? Und schon haben wir einen Stufe 2. Das heißt, wir casten gleich den Feuerball. Feuerball! Boom! In der Luft heilen! Also, ich kann das nicht, wenn ich einen Aragorn habe. Nett. Würde ich auch gern können. Aber okay, sei es drum. Na gut, wenn es das war, dann habe ich ja eh gleich gewonnen, ne? Ja, sieht so aus. So, jetzt habe ich hier einen Gang. Das ist gut. Hier ist noch ein Gang. Dann kann ich nämlich diese Versorgungslinien wieder schön machen. Ne, hau du mal da drauf. Genau. Boah, hat der gerade ein ganzes Bataillon? Stark. Der kann ja richtig was. Braucht man nicht. Mach lieber den Baumeister kaputt. Ja, das Türmchen brauchst du jetzt auch nochmal bauen. Es ist zu spät. Tut mir leid für dich. Ah, da hat's Orks. Okay. Wo ist denn der Baumeister? Gibt's keinen mehr. Okay, Feuerball macht ein bisschen Schaden. Was kann der denn noch alles? Feuerflug? Stark und verbrennen. Den auf Stufe 10 zu bringen, wird Spaß machen. Und wenn das Stufe 10 ist, dann fängt der Spaß erst richtig an. Gut, mir sind ein paar Einheiten gestorben. Das bedeutet, ich sollte eigentlich in der Lage sein, Einheiten auszubilden. Yep. Ach, mach das Schirmchen kaputt. Aber der bildet gut aus. Der macht es so ähnlich wie ich. So richtig so... Bums. Richtig schön viel ausbilden. Problem für ihn ist bloß, dass ihm wahrscheinlich das Geld ausgehen wird auf Dauer. Das wäre ein Problem, das ich mir vorstellen könnte, dass er hat.
So. Hier kommen die Orks raus. Da unten kommen die Spinnen irgendwo raus. Okay, hat sich jetzt nicht gelohnt für die Spinnen, aber kommt noch. So, da haben wir einen Feuerball. Der hat hier wirklich gut gekämpft. Noch lebt er. Oh, die Leute. Ja, das tut weh. Aber es muss weh tun. Es geht gar nicht anders. So. Ja gut, die können so rüberlaufen, bis die im Gang sind und dann wieder draußen. Das dauert länger. So, die Halbtrolle rein. Der Drogoff macht hier immer noch Party. Hier ein Gang hin, hier ein Gang hin. Halt, 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 halt. Das Teil noch schön vernichten. Bald gibt es wieder einen Feuerball. Oh, noch mehr wilde Orks. Ist nicht gut. Lauf, Baumeister, lauf. Dann bringen wir den Drachenfürst halt außer Gefahr. Kann nicht so schwer sein. So, hier unten haben wir doch sicher einen Gang. Perfekt. Doch, gefällt mir. Das läuft ziemlich gut mit den Gängen. Ja, das haben wir jetzt gewonnen. Das ist, da kann er machen, was er will. Weit kommt er da nicht mehr. Ich glaube, es ist ein bisschen dunkel geworden. Ich mache mal ein bisschen heller. So, jetzt seht ihr mich vielleicht auch wieder. Also, wenn die Webcam gerade ziemlich schlecht war, sorry. Es ist noch alles ein bisschen neu für mich. Und mir fällt es selten auf, dass es auf einmal dunkler wird. Ja, die Sonne strahlt jetzt nämlich nicht mehr so seitlich von der... so seitlich durchs Fenster, nein. Wenn dann der Rollo unten ist, dann wird es ziemlich dunkel. Gut, was macht man als nächstes? Also die Schlacht heben wir uns auf. Bin jetzt mal ganz sicher. Und ja, probieren wir das. Das wird zwar sau schwer, aber dann können wir mal oh Gott, auch dann ausgerechnet noch so ein zerklüftetes Land. Auenland ist zum Beispiel ganz nice, weil da kannst du so gut kämpfen. Es geht einfach. Ich meine, da ist nichts, da stört nichts. Eigentlich ist das Auenland richtig nice zum Kämpfen. Du kannst dich halt richtig ausbauen, weil alles flach ist. Und hier ist so ein bisschen... Okay. So, die Spinnen. Ich teile mich mal so ein bisschen auf. Weil dann scouten die auch so ein bisschen. Vielleicht finden wir ja irgendwas außer dem Leuchtfeuer. Aber ich glaube eher nicht. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Na, okay. Wir haben den Feind gefunden. Mach dich nützlich. Da ist also der Feind. Na gut, den holen wir uns jetzt. Also weit sehen tun die Spinnenreiter nicht. Das ist schon mal extrem schade. Aber das gibt gut Geld. Schick. Ja, mit Pferden gegen Halbtrolle. Eigentlich sind Halbtrolle schon echt eine Perversion, ne? Ich meine, das sind... Die sind so groß wie jemand auf dem Pferd. Und das ist ziemlich groß. Und können Waffen tragen. Und... Ja, ist schon richtig krass. Na gut. Oh ne, einen Haldir, den müssen wir jetzt nicht hoch pushen im Level. Das muss nicht sein. Wo sind denn die Halbtrolle eigentlich? Ah, da sind sie ja. So, dann töten wir erstmal Haldir. Falls man überhaupt tot bekommt, ist ja die nächste Frage. Wo ist denn der Baumeister oben? Gut. Dann wollen wir mal gucken, wie das hier ausschaut. Ich glaube, Haldir ist gestorben. Schick. Das ist ziemlich gut für uns. Wie wäre es, wenn du da mal... Boah, der Schaden ist ja mal abnormal.
Sehr schön. Die Spinnenreiter, was machen die denn da? Reitet doch einfach mal so ein bisschen durch. Oh, mir fällt ein, ich sollte unbedingt Dinger zum Ausbilden bauen. So Klüfte und so Zeugs. Ich habe ja nichts. Ich habe nicht mal Fähigkeiten dafür. Oh oh. Die hauen mal ab. Reitet doch schneller. Ja, ja, ich rieche einen Haufen Probleme. Das heißt, ich werde es dem Baumeister hier nehmen. Werden durch den Gang nach Hause schaffen. Und dann bauen wir uns hier auf. So. Ein Ork-Teil. Sollte helfen. Oh, der hat alle Spinnen getötet. Okay. So, aber mal sehen, wie nützlich die Brandbomben hier sind. Boah, geht, macht Schaden. Kann man nichts gegen sagen, ne? Es macht Schaden. So, dann noch Spinnen. Was kann man bauen? Feuerpfeile. Kokon. Drachenhort. Ich habe nur das Gefühl, dass ich mir das jetzt leider nicht leisten kann. Bauen wir noch einen dritten Baumeister? Und kann ich mir mehr Tunnel leisten? Beziehungsweise mehr Tunnel bauen? Ich muss halt echt jetzt auf mein Geld aufpassen, weil ich habe nicht viele Tunnel. Es sind gerade mal 8 Stück oder so. 7 sogar bloß. So. Ja, da zerstören sie wieder alles. War ja klar. Alter, das dauert aber ziemlich lang, bis hier ausgebildet wird. Das finde ich jetzt nicht gut. Wie halt drei Reiter so einen Tunnel komplett im Alleingang einfach mal so kaputt hauen. Ich glaube, da komme ich nicht mehr rechtzeitig. Ne. Ach, die machen es gleich ganz kaputt. Na, danke. So, Halbtrolle. Sehr gut. Und jetzt baue ich, ich expandiere jetzt wirklich in jede Richtung. Gut. So, die Bogenschützen kommen in den Gang. Und dann verlassen sie den Gang wieder hier. Doch, das läuft gut mit den Gängen. Also, man kann halt wirklich super schnell agieren. Das jetzt hier ist ein bisschen doof, aber ich kann zum Beispiel sagen, okay, geht's da rein. Und geht's da raus. Und das ist eigentlich ziemlich gut. Oh oh, der Baumeister sollte nach Möglichkeit überleben. Der muss nicht sterben. So, und die kommen wieder in den Gang rein. Dann können die zum Beispiel hier raus. Und können hier jetzt angreifen und ein bisschen harassen gehen. So ein bisschen stören, nerven. Gebäude zerstören. Doch, da geht was. So, der wird gesaved, der kommt da rein. Dann hat er keinen. So. Hier angreifen. Spinnenteile ausbilden. So, die Ork-Krieger gehen da rein. Und Gift. Die kommen raus. Gift greifen an. Dann bauen wir hier noch ein Teil. Dann bauen wir da noch ein Teil. Holen hier den Baumeister wieder raus. Bauen dort weiter. Ist also, da geht schon was. Und die Spinnenreiter kommen auch direkt an die Front. Irgendwo hier zum Beispiel hin. Sobald sie drin sind. Kommen sie da raus. Und angreifen. Die Mine sollte zwar jetzt aber verteidigen hier. Oder den Gang. Oder Tunnel. Das Ding hat halt drei verschiedene Namen. Einmal Tunnel. Wenn ich drüber gehe, steht Gang. Und dann heißt es nochmal ganz woanders. Oh, Vorsicht. Halbtrolle könnte ich mal wieder brauchen, fällt mir ein.
Stoffe. Ja. So, und dann können wir hier jetzt angreifen gehen. So, gut, die Mine wird zerstört. Dann ist das natürlich nicht so toll. Aber mal sehen. Wo sind sie denn? Sind das jetzt echt bloß die Elben? Wow, also ich tue mich echt schwer hier, die Elben zu besiegen derzeit. Die sind ziemlich stark. Gut, dann bauen wir hier wieder. Oh oh. Nein, das war dämlich. Da muss ich aufpassen, weil der Baumeister immer auf Position 1 ist. Da muss ich echt aufpassen. Aber ich hole mir jetzt nicht einen neuen. Der hat seine Schuldigkeit, seinen Soll erstmal erfüllt. Ja klar, dann holen wir uns noch die Fledermäuse. Getarnte Einheiten, deutlich weniger Schaden. Sehr gut. So, nachdem sie auch den Gang hier zerstört haben, müssen wir den natürlich wieder aufbauen. So, die Bogenschützen durch den Gang. Der kommt rein. Haut mal die kaputt. Dann können da was raus. Dann, wie schaut das aus? Da unten. Sehr schön. Also ich muss sagen, man ist mit diesem Volk unglaublich mobil. Also es ist eigentlich kein Problem, selbst gegen Reiter zu agieren, weil das läuft einfach. Boah, das läuft einfach. Man geht in den Gang, geht daraus, wo es ist. Das ist nahezu wie Teleportation. Es ist so mächtig. Gefällt mir richtig, richtig gut. Richtig gut. So. Aber ich muss euch enttäuschen. Die anderen beiden Schlachten werden wir uns erst nächstes Mal antun können. Fornos wird relativ chillig. Den Düsterwald, den kann ich voll vergessen hier. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Armeen drin. 2, 4, 6, 8 Armeen. 8 Armeen von und 4 verschiedene Völker. Ding der Unmöglichkeit. Keine Festung, nix. Da werde ich mich auch vermutlich zurückziehen. Weil ich glaube nicht, dass ich wahnsinnig genug sein sollte, das zu probieren. Aber mal schauen. Gut, dann verabschiede ich mich und danke euch allen fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal. Wie immer wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und macht's gut. Bis dann. Ciao.